Hallo und herzlich willkommen hier bei TQ. Wir tauschen heute mal die Ski gegen das Fahrrad und schauen uns an, wie so ein E-Bike-System aufgebaut ist. Ja, wir wollen mal schauen, wie so ein Motor auch zusammengebaut wird. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Produktion. Da ist der Simon und der wird uns alles erklären. Hi, servus. Hi, Katha. Hi, servus. Hi, Karl. Grüß dich. Schön, dass ihr da seid. Willkommen in der TQ-Produktion. Simon, was ist deine Aufgabe hier? Was machst du hier? Also ich bin hier im Bereich Drives verantwortlich für das Thema E-Bike. Wie ihr jetzt hier seht, haben wir hier im Bereich Drives zwei Themenfelder. Wir haben auf der einen Seite, auf der Seite die industrielle Antriebstechnik. Auf der Seite machen wir Antriebslösungen für Industrien wie Medizintechnik, Robotik, Luft- und Raumfahrt. Die Luft- und Raumfahrt ist übrigens auch das, wo wir herkommen. Diese Motoren wurden einst mal designt für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, was hier in der Nähe sitzt. Und wir haben mit denen gemeinsam Motoren gebaut, die eben ins Weltall geschickt wurden. Und diese Technologie haben wir quasi übersetzt irgendwann in den Bereich der E-Bikes. Und den Bereich der E-Bikes verantworte ich von Produktentwicklung oder Produktidee, Produktentwicklung bis hin zur Produktion hier am Standort. Was sind dann so deine täglichen Aufgaben hier bei TQ? Also meine täglichen Aufgaben sind gemeinsam mit meinem Team zusammen eigentlich an, ja, wie ich es eingangs schon gesagt hatte, Produktideen zu erzeugen, einfach uns zu fragen, welche Produkte können wir bauen, die dem Endkunden am Ende einen Mehrwert bieten. Am Ende müssen wir was bauen, was dem Kunden gefällt. Und dann die nächste große Aufgabe ist, das Ganze in die Serie zu überführen. Also da ist dann ein ganz langer Entwicklungsprozess dazwischen, 2, 3, 4 Jahre, wo man wirklich nur behind the scenes wirklich entwickelt und verschiedene Themen versucht zu lösen. Wir haben ganz viele Technologien, neue Technologien, die wir in unsere Produkte mit einfließen lassen. Und das dauert eine Weile, bis es soweit ist. Und irgendwann muss das Ganze dann in die Serie überführt werden. Und auch der Serienüberführungsprozess ist dann nochmal eine ganze Weile, bis am Ende wirklich hier hinten fertige Motoren rausfallen, die dann im Laden verkauft werden können. Weil das Tolle ist, dass wir halt hier irgendwie dieses coole Thema Fahrradfahren mit echt Hightech-Technologie verbinden können. Und das macht mir persönlich besonders Spaß, weil es die zwei Welten, die mich am meisten begeistern, echt ideal verbindet. Und das treibt mich tagtäglich an, hier gemeinsam mit dem Team was Neues aufzubauen. Aber wisst ihr was? Ich glaube, das Beste ist, wenn wir einfach mal in die Linie schauen und ich euch anhand unseres Roboters zeige, wie bei uns Produktion läuft, dann können wir uns das alles viel besser vorstellen. Los! Genau. Hier seht ihr jetzt einen von unseren Robotern, unseren Franka-Robotern, die wir hier mit in der Produktionslinie mit eingebunden haben. Produktion von E-Bike-Motoren schon noch viel manueller Prozess. Wir haben aber bei uns auch einige Prozesse mit Robotik ausgestattet und automatisiert. Und in dem Fall hier ist unser Franka-Roboter im Einsatz, und der uns dabei hilft, die Rotorwelle und den Rotor gemeinsam zu verpressen. Und der Roboter, der hier im Einsatz ist, ist übrigens auch eine Technologie, die von TQ kommt. Ich durfte heute schon so viel sehen und irgendwie ist das alles an einem Ort hier, oder? Ja, tatsächlich. Ich würde auch sagen, das ist einer unserer großen Vorteile hier. Ihr habt ja jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass wir immer das Thema Robotik, industrielle Antriebstechnik und Fahrradmotoren hier alles unter einem Dach verbinden. Und das ist eigentlich, sage ich mal, so ein bisschen die, der Kern unseres Erfolges, würde ich sagen, dass wir einfach besondere Technologien hier entwickeln können, vor allem Technologietransfers machen können aus der Robotik in die E-Bikes und aber auch in die andere Richtung. Also wir nehmen auch unsere Getriebe in anderen Anwendungen, und ja, das ist eigentlich, denke ich mal, ein Kern des ganzen Erfolges, den wir in den letzten Jahren gemacht haben. Das heißt ja dann, dass alle Elektromotoren hier in Enning produziert werden, oder? Ja, ist richtig. Also wir haben quasi 100% der Produktion kommt hier aus Inning, Nähe von München in Deutschland, und von hier aus gehen die Motoren dann in die ganze Welt. Und uns ist es auch wichtig, dass wir nicht nur wir hier produzieren, sondern dass wir auch ganz viel von unserem Zuliefernetzwerk aus der Region kommt, einfach weil uns das wichtig ist, alles nah zu haben und wir auch
nicht die Ware einmal um die ganze Welt schicken wollen, bevor sie dann bei uns ankommt. Genau, das ist richtig und ist uns auch sehr wichtig. Ja, vielen Dank für deine Führung. Es war mega interessant und cool. Und ja, ich freue mich jetzt auf den Vogelfall. Na dann los, lass es gehen.